Hallo miteinander zum 120. Part von Minecraft. Und wir sind da letztes Mal stehen geblieben, kurz bevor es Nacht geworden ist. Und wir sagen, als erste Aktion werden wir jetzt einfach mal schlafen. Und nachdem wir in der letzten Part einiges an Sand gefarmt haben, baue ich jetzt extra noch nichts aus dem Sand, weil sonst könnt ihr langsam sehr wahrscheinlich das Tor kein Sand mehr sehen. Ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe ein neues Texture Pack installiert. Ein neues Texture Pack, das ich jetzt einmal ausprobieren möchte. So, das ist echt dumm, weil ich mache ja eigentlich den Sand, mache ja Sandstein. Das kann ich gerade im Inventar machen. Und zwar habe ich mir gedacht, das mit dem milchigen Wasser ist einfach nicht so toll. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie man das in den Griff kriegen kann. Sehr wahrscheinlich gibt es auch da schon irgendeine Lösung dazu. Allerdings, wie gesagt, mir ist die Lösung bisher verschlossen geblieben. Und deshalb, das ist schon Sandstein, da haben wir noch ein bisschen Sand. Richtig, alles Sandstein, gut, dann machen wir das nochmal so. Ja, neue Maus müsste ich eigentlich immer noch haben, habe ich glaube schon mal in einem Part gesagt, dass meine Maus ein bisschen stört. Und ja, an dem hat sich bis jetzt noch nichts verändert, dann lege ich einfach mal den Sandstein da in eine Kiste rein. Und ja, warum mache ich nichts aus dem Sandstein? Weil ich habe mir jetzt eigentlich etwas vorgenommen zu machen. Und ob es euch gefällt oder nicht, ich mache das einfach. Eisenaxt. Ja. Noch eine Axt, wir brauchen jetzt einiges an Holz. Das gibt es hier auch noch. Also da noch jenstes an Holz. Und noch ein paar Zäune, weil die brauchen wir einfach auch. Ja, ihr werdet euch ja denken. Ah! Haben wir jetzt mit dir aufgehört reden. Das hört man immer wieder. Texture Pack. Portal da hinten ist jetzt für mich extrem laut. Ich weiß, für euch ist es nicht so laut, weil ich habe Sound-Einstellungen vorher angepasst. Aber für mich ist das im Kopfhörer noch relativ laut. Muss ich im nächsten Part einmal noch anpassen. Weil ja, es ist ein bisschen mehr als an mir, damit es einmal weg wird. Ja, also eben das Texture Pack ist Sortex. Kenne ich schon von meinem Feed the Beast Server, und da haben wir ja dort ein Together gestartet haben, so aus dem Nichts raus, kann man eigentlich sagen, wo wir einfach im Creative Modus bauen. Weiß gar nicht, ob ich da auch so einen Text drauf habe, aber ist durchaus denkbar, weil das erinnert mich jetzt sehr stark an das dort, darum ich glaube, das ist hier. Das heißt, meine Minecraft Let's Plays sind jetzt auch optisch aneinander angepasst. Und auch gerade ein ganzes Tier vorbei, wo man dann auch wieder mal scheren könnte. Und ja, das da hinten ist eigentlich ein recht guter Hügel für das, was ich vorhabe. Würde ich mal sagen. Und ist auch nicht allzu weit von daheim weg. Sehe ich vielleicht sogar vom Hügel aus, wo er fast. Ja, warum habe ich ein neues Texture Pack installiert? Eben, das Wasser war milchig gewesen. Und ich habe dann mich dazu entschieden, dass ich das läuft da ziemlich schief dagegen. Das einfach jetzt einmal machen. Ich weiß ja nicht, ob das Wasser jetzt unbedingt viel besser aussieht, wenn man das so auf den Grund aber sieht. Aber ich finde, es sieht realistischer aus als das milchige Zeugs, das ich vorher hatte. Und darum habe ich das jetzt einfach einmal installiert. Und ja, ja, wir sind jetzt sehr wahrscheinlich schon gespannt, was ich vorhabe, weil ich brauche einen hohen Berg. Und das ist ein hoher Berg. Ich würde sagen, wir richten uns sogar da ein. Und jetzt habe ich doppelt natürlich keine Schaufel dabei. Aber ich habe zum Glück noch einiges an Steinen und Bretter mit dabei. Dass ich mir da kann. Ich brauche da eh. Und ich höre irgendwo ein Skelett. Ja, dass ich mir das da so ein bisschen da einrichten kann. Und jetzt brauchen wir nämlich da als erstes mal eine Schaufel. Da ein bisschen Erden abträgen, um da mal quasi so ein bisschen wie einen Startpunkt machen, nicht einen Startpunkt. Also mal da ein bisschen Fläche schaffen. Oh! Das ist natürlich jetzt ganz interessant.
Weil was ich jetzt da eigentlich voran zu machen, ist eine Art Bergwerk. Und dass da jetzt gerade schon eine Höhle dahinter ist. Wie? Ich weiß nicht, ob man das schon erwartet, wenn es da eine Höhle dahinter ist, wenn man die andere Seite genauer angeschaut hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Das macht die Sache natürlich noch relativ interessant. So. Weil ich möchte jetzt einfach Bergwerk machen und in den nächsten paar Parts werde ich mich ein bisschen um das Bergwerk kümmern. Es soll auch ein bisschen authentisch aussehen. Also sprich, ich werde da einen Eingangsbereich schaffen, wo da wahrscheinlich das Gebäude herkommt. Dann geht es einfach mal in die Felswand rein, wird, werde ich wahrscheinlich auch irgendwas Bogen machen. Da ist jetzt da halt für das, dass jetzt halt wirklich beim Zufall eine Höhle dahinter ist. Weil die da jetzt einfach ein bisschen architektonisch ein bisschen abändern. So, und jetzt ist meine Schaufel schon kaputt. Ein paar Erdblöcke sind da unten auch noch gelandet. Ja, ich würde sagen, ich wickle mich da mal mit meiner Diamantspitzhacke, mit meiner Verzauberten einfach mal da durch ab. Ja, auch da jetzt wieder zwischen den Folgen, wo ich die sandigen Sachen aufgenommen habe und dem da jetzt, ist auch wieder einiges an Zeit verflossen. Ich gehe jetzt auch da gar nicht mehr gross auf den Relaunch von meinem Kanal ein, weil das bringt es im Rahmen von dem Let's Play nicht. Weil, ja, ich glaube, ich habe das sicher schon an anderen Stellen erwähnt. Ich mag jetzt auch nicht gross rechnen, aber es sind jetzt etwa 2 Wochen, wo der Kanal mit Videos kommen. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich noch alles folgen lassen werde. Der Sendeplan ist ja momentan bekannt durch mein Ankündigungsvideo, das ich gemacht habe. Darum muss ich da jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Und ja, ich werde in Zukunft, werde ich sehr wahrscheinlich beim Minecraft Let's Play, also bei dem da schon ein bisschen im Voraus aufnehmen, was nicht unbedingt dann immer so dazu führt, dass wir ganz aktuelle Gesprächsthemen haben, wie wir das vielleicht noch zuletzt hatten. Ah, jetzt wird mir natürlich da einiges klar. Das ist der hohe Berg da hinten und ja, ich würde sagen, wir schaffen da gerne mal so ein Durchgangsportal und richten uns doch gerade da irgendwie da drinnen die Hütte ein, wo ich geplant habe. Nein, eigentlich jetzt auf eine Höhlenerkundungstour mag ich eigentlich nicht gehen. Darum tun wir da jetzt einfach mal an so eine Wand reinziehen. Wo mir dann klar macht, dass da etwas dahinter ist. Da ist ja so weit ein und für sich nichts mehr dahinter. Aber jetzt haben wir da noch so einen Raum auspickeln, wo da gerade auf dieser Höhe ist, wo es da nachher eigentlich dahinter weitergehen würde. Man könnte vielleicht dann da noch das Bett einrichten, dass man dann da auch, wenn es dunkel ist, schlafen kann. Wobei, wenn wir unterirdisch sind, spielt uns das ja eigentlich nicht so eine Rolle. Und ja, also aktuelle Gesprächsthemen werden sehr wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger werden bei Minecraft. Aber nichtsdestotrotz haltet mich nicht davon ab, um jetzt heute mal noch über etwas bisschen Aktuelleres zu reden. Und halt das, was jetzt bei mir gerade jetzt aktuell ist. Also, ja, was ist jetzt das Video? Ich glaube, wenn das Video online geht, dann sogar, schon die Olympischen Spiele angefangen. Und ja, momentan ist Sport halt schon so ein bisschen das Thema. Fußball-WM in Katar soll ja scheinbar jetzt im Winter stattfinden. Was einerseits ein Haufen Traditionen über den Haufen wirft, zum Beispiel der Boxing Day in der englischen Premier League. Wo ja dann nicht stattfinden könnte, wenn ja die WM irgendwie Anfang Dezember anfängt und dann irgendwie also Mitte Dezember anfängt und Mitte Januar fertig ist, Transit auch über Weihnachten. Nein, wäre auch komisch. Und wenn ja die Sache dann im Januar stattfinden würde, dann wäre dann Afrika Cup wieder gefördert, wo ja dann dort damit immer im Folgejahr im Januar stattfindet, wobei eben findet eigentlich jedes Jahr statt, weiß ich das gar nicht. Und ja, also es gibt sicher einiges, wo man da sich dann noch gut überlegen muss seitens von der FIFA, ob sie das wirklich so umsetzen wollen mit
der WM. Das ist ja noch nicht fix, es hat einfach geheißen, es sei so. Und da kann klar, was man will, bei 40 Grad, wenn es Abend ist und 50 Grad tagsüber, ist natürlich klar, dass das natürlich eigentlich der Spieler auch nicht zumutbar ist. Und ja, jetzt muss ich mir da mal überlegen, jetzt mache ich da glaube ich mal einfach mal ein Stegen irgendwie rauf. Jetzt muss ich dann ausschauen von der Abmessungen, wie, wo und was. Also zwei können wir nochmal sicher noch setzen. Ja, ich glaube ganz gut, machen wir das da über. Und dann sind wir da jetzt auf dieser Ebene da oben wieder zurück. Da haben wir die Workbench mal platziert. So. Und jetzt haben wir da mal so eine vereinfachte Stegen runter, wo dann die Basis sein wird. Das Ganze dann auch noch auf die Höhe runterbuddeln. Ja, die Länge von der Parts, die wird bleiben. Ich habe mir da eigentlich schon so festgelegt, dass da die viertelstündigen Parts bleiben werden. Habe ja mit Freude auch zur Kenntnis genommen. Ja, es kommen halt die ganzen Erfolge wieder hinführen. Weil es ja eigentlich nach jedem Update, wenn man irgendwie lange nicht mehr macht, gibt es irgendwie für alles, was man das erste Mal wieder macht, irgendeinen Erfolg. Level up erreicht. Oh, und da zeigen wir noch Eisen. Was man doch immer brauchen, wenn wir uns jetzt nur noch mal einen Ofen einrichten. Zum uns Werkzeug craften. Aber ich glaube, ich laufe jetzt noch einmal zurück zur Hütte zum Schlafen. Nimm den Utensilien mit für das Bett. Und ab dann übernachten wir dann da mal im Bergwerk. Ich möchte euch da rauf bitte. Ja. Ich glaube meine Tastatur braucht langsam wieder mal ein bisschen Saft. Und ich verlaufe mich da glaube ich wieder. Ja, meine Tastatur braucht wirklich Saft. Ich komme kaum mehr vorwärts. Oh, das wird noch ein heißer Lauf bis da daheim. Ja, meine Tastatur ist effektiv leer. Ja, ja, ich komme da gar nicht weg, weg der Tastatur. Und jetzt ist ja dunkel. Und wir haben es glaube wirklich verlaufen. Das darf ja nicht wahr sein. Ein kurzer geraden Abschnitt und ich verlaufe. Ja, und jetzt gehen wir da noch ins Loch rein. Ah nein, da ist mein Häuschen. Ja, ich bin einfach bis jetzt weit übergelaufen, ja. Ich hoffe, ich komme jetzt noch einigermaßen in Ruhe in mein Haus rein. Ja, jetzt sehen meine Tastatur. Ja, jetzt ist meine Tastatur dann ganz leer, oder wie? Dann kann ich mal mit der Aufnahme stoppen. das ist jetzt gerade relativ dumm, da muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, lädt mich da noch rein. So, ich bin daheim. Und jetzt stehen wir einfach nur noch da in die Ecke her. Ich dann nach Batterien wechseln und alles da wieder ein bisschen einrichten und parat machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es ist aber im nächsten Part wieder dabei. Dann wieder mit einer vollen Tastatur. Und bis dahin, tschüss miteinander.